Ja, herzlich willkommen hier in meinem kleinen Filmstudio. Noch etwas provisorisch, aber das wird sich wahrscheinlich noch alles einspielen in den nächsten Wochen und Monaten. Heute stelle ich Ihnen hier ein kleines Video vor für die Bearbeitung Ihrer SOL-Aufgabe. Und dazu wechsle ich jetzt in ein anderes Programm, mit dem man nämlich Funktionen relativ gut darstellen kann. So, gucken wir uns nochmal eine Beispielfunktion an. F von x gleich 0,5x plus 2. Jetzt haben wir gesagt, diese Funktion wird als Formel dargestellt, wie wir das hier haben. Und in dieser Formel, da kann ich jetzt verschiedene Werte einsetzen. Und zwar setzen Sie immer Werte für den Wert x ein. Und je nachdem, was ich für x einsetze, kommt ein Funktionswert, ein eindeutiger Funktionswert dafür raus. So, ich will das mal Ihnen jetzt hier in Form einer Wertetabelle darstellen. Setzen wir beispielsweise mal, fangen wir mal ganz systematisch an, für x den Wert 0 ein. Dann sagt jetzt hier diese Funktionsformel, was ich berechnen muss, um den Funktionswert, den dazugehörigen, herauszubekommen. 0,5 mal x ist 0 plus 2 ist also der Wert 2. Setzen wir mal 1 ein. Dann müssen wir 0,5 mal 1 rechnen. 0,5 mal 1 ist 0,5 plus 2 mal den Wert 2,5. So, wenn ich das jetzt weitermache, dann sehen Sie, erhöht sich hier unten immer der Funktionswert um den jeweiligen Wert, der hier vor dem x steht, den Steigungswert. Ich muss aber jetzt nicht unbedingt hier die Reihenfolge einhalten und immer in Einserschritten hochgehen. Wir können also auch mal zum Spaß höhere Zahlen einsetzen, wie die 100. Die Funktionsformel erlaubt jetzt, dass wir einen eindeutigen Funktionswert dazu ausrechnen. 100 mal 0,5 sind 50 plus 2, der Funktionswert an der Stelle x gleich 100 ist die 52. Wir können auch Minuswerte einsetzen, wenn wir mal minus 2 einsetzen, minus 2 mal 0,5 ist minus 1, plus 2 ist 1, wir können auch minus 50 mal einsetzen, minus 50 mal 0,5 sind minus 25, plus 2, minus 23, auch Kommazahlen sind selbstverständlich erlaubt, 2,3, davon die Hälfte ist 1,15. 5 plus 2, 3,15. Rechnen Sie das mal selber gerade nach. Ob ich Ihnen da nicht Blödsinn erzähle, aber ich glaube, es müsste stimmen. So, was kann ich jetzt mit diesen Werten machen? Ich kann die alle in ein Koordinatensystem einzeichnen. So, das machen wir gleich nochmal ordentlich. Jetzt schon mal skizzieren. Ein Koordinatensystem besteht aus zwei Zahlengraden. So, eine Zahlengerade, das ist ein Strahl, den Sie immer im gleichen Abstand markieren, also dem die Längeneinheiten immer im gleichen Abstand sind. Und diese zwei Zahlenstrahle in einem Koordinatensystem, die kreuzen sich rechtwinklig. Hier, wo die sich kreuzen, haben beide den Wert 0. So, und dann haben wir hier im rechten Bereich die positiven Werte und im linken Bereich die negativen Werte, beziehungsweise nach oben hin positive Werte und nach unten hin auch negative Werte. Wenn Sie das zu Hause machen oder in Ihrem Heft, bitte mit Lineal und nicht so freihand, wie ich das gemacht habe. Diese horizontale Achse, die bezeichnet man als X-Achse, und die vertikale Achse, die bezeichnet man als die Y-Achse oder die Achse, wo die Funktionswerte von x eingetragen werden. Und das machen wir jetzt auch. Wir gucken zunächst uns die x-Werte an. Zum Beispiel jetzt mal hier x gleich 0. Das ist jetzt keine Sonnenblume, sondern ich habe das nur markiert. Gehe ich also auf dieser Zahlengerade von x zum Wert 0, der ist hier. Was der dazugehörige Funktionswert? 2. Liegt also hier. So.
Den habe ich jetzt als Punkt ins Koordinatensystem reingetragen. So einen Punkt, dem kann man jetzt mal irgendwie einen Namen geben. Ich nenne den jetzt mal Punkt A, damit wir den nicht vergessen. Und der hat zwei Koordinaten. Er hat einen x-Wert, eine x-Koordinate, das war die 0, und der dazugehörige Funktionswert oder die y-Koordinate ist der Wert 2. So schreibe ich das auf. X ist der erste Wert, y der zweite, wie im Alphabet. So, jetzt haben wir hier noch andere Punkte, die wir eintragen können, die hier in dieser Wertetabelle stehen. Nehmen wir uns mal den nächsten vor. Der hat den x-Wert 1 und der dazugehörige Funktionswert ist 2,5. An der Stelle x gleich 1, das ist ungefähr hier, da habe ich nicht ganz getroffen, gehen wir jetzt 2,5 hoch. Hier liegt also dieser zweite Punkt. Dann gucken wir uns den dritten Punkt an. Hier an der Stelle x gleich 2 soll der Funktionswert 3 angenommen werden, hat die Formel uns ausgespuckt. So, machen wir den mal hier hin. So, an der Stelle x gleich 3 soll der Funktionswert 3,5 angenommen werden. Der liegt also ungefähr hier. Den Punkt mit der x-Koordinate 100 und der y-Koordinate 52, den kriege ich hier nicht unter, wohl aber den nächsten. Bei minus 2 soll der Wert 1 angenommen werden. Sehen also immer, was ich jetzt hier mache. Ich gehe von dem x-Wert so weit hoch, wie ich jetzt hochgehen muss, wie es der Funktionswert von dem jeweiligen x-Stelle vorschreibt. So, und jetzt stellen Sie was Überraschendes fest, oder das wird Ihnen auch schon bekannt sein. Wenn Sie das mal hier verbinden, diese Punkte, dann liegen die alle auf einer Gerade. Und die Gerade, die müsste eigentlich viel gerader sein, als ich die jetzt gerade zeichne. Das heißt, das ist so die Gemeinsamkeit. Wenn ich eine lineare Funktion zeichne, dann kann ich die als Gerade darstellen. Und die Gerade, die symbolisiert jetzt die Gesamtheit aller Punkte. Also wenn wir uns jetzt hier auch mal Zwischenwerte angucken, x gleich 2,5, dann würden wir jetzt hier anhand der Gerade genau den dazugehörigen Funktionswert ablesen können. Oder x gleich 2,2. würde dann hier zwischen liegen. Also diese Gerade, die ist nichts anderes wie eine Perlenkette an der Schnur. Alle Punkte, die möglich sind, zusammen ergeben diese Gerade und das ist dann quasi eine Veranschaulichung für uns. So, hier machen wir mal kurz einen Break, damit Sie das ein bisschen verdauen können. Sie haben also jetzt gelernt, wie Sie bei gegebener Funktionsvorschrift eine Wertetabelle erzeugen und diese Werte als Punkte in ein Koordinatensystem reinzeichnen. Diese Punkte kann man dann zu einer Geraden verbinden. Im nächsten Video schauen wir uns mal an, wie so eine Geradengleichung aufgebaut ist und gehen den Begriffen Steigung und Y-Achsenabschnitt auf den Grund. Also bis gleich, bleiben Sie tapfer. Und sich was zur Stärkung und ja. Talk.